Okay. Hm, schade. Hätte ja sein können, dass der Weg schon reicht. Also, dass, wenn wir hier hinkommen, dass die Zeit schon gereicht hätte. Aber es steht immer noch Warte auf Dr. Amari. Naja, gut. Was machen wir da jetzt? Wir haben ja noch das Hotel in der letzten Folge gesehen. Wir könnten einfach in das Hotel einchecken. Ein bisschen pennen. Das sollte ja gehen, ne? Das sollte ja eigentlich gehen. Was gab's hier nochmal? Bedeutet mir echt viel, dass du die Bibliothek wieder sicher gemacht hast. Danke nochmal. Und? Bist du hier, um was zu kaufen? Ja, nice von mir, ne? Vielleicht? Vielleicht später. Aber schau dich nicht zu lange um. Ach so. Mhm. Nee. Wo geht's da eigentlich hoch? Wir könnten ja auch einfach mal ein bisschen Zeit verbringen hier. Geht's hier hoch? Ist hier was? Darf ich hier hin? Oh, hier ist aber Duschdach. Nee, ich wollte den anderen Knopf verwenden. Hier schläft die? Heieiei. Okay, ich kann da definitiv nicht schlafen. Ich denke mal, ich muss in das Hotel. Ich kann hier sonst nirgendwo pennen. Was ist denn hier drüben? Da ist ein Terminal. Wie komme ich denn da hin? Hier komme ich nirgendwo durch. Da ist auch eine Treppe. In dem anderen Shop eventuell. Oh, du bist... Was? Ja, ich bin. Jede Waffe, die du hier siehst, könnte den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten, Baby. Okay, Baby. Hier hoch? Da, tatsächlich. Oh, okay. Müsste ich entsperren. Schade. Schade. Oh, oh, oh. Oh, und ich darf es nehmen? Der Railroad anschließen. Ach. Wiedergabe? Da bin ich jetzt mal gespannt. Wach auf, Commonwealth. Die Synths sind nicht eure Feinde. Sie sind genauso Opfer dieses Kriegs wie ihr. Ja, sie wurden vom Institut erschaffen. Aber sie sind nichts weiter als Sklaven. Denkende, fühlende und träumende Wesen, vollkommen unterdrückt von ihren tyrannischen Herrschern. Also, schließt euch uns im Kampf gegen den wahren Feind an. Das Institut. Schließt euch der Railroad an. Wenn ihr bereit für diesen nächsten Schritt seid, keine Sorge, wir werden euch finden. Okay. Gut, ist also quasi nur... Audio-Flyer, sag ich mal. Okay, ich dachte, das wäre jetzt von dem Aggressotron irgendwas. Aber gut. Interessant, interessant. Okay, die haben wirklich diesen... Das ist stark mit Good Neighbor verflochten, die Story von der Railroad. Interessant. Ja, gut, dann... Es ist eh spät. Ich würde sagen, dann gehen wir wirklich hier eine Runde pennen. Im Hotel Rexford. Machen wir das doch. Was macht ihr denn da? Netter Pip-Boy, Schwester. Pass gut auf den auf. Ja, ja, ja. Ja, hier pennen sie auch alle schon. Sehr schön. Dann gehen wir doch mal da rein. Und nächtigen auch. Hier waren wir eh schon lange nicht mehr drin. Wir schon sehr lange nicht mehr drin. Ich erinnere mich kaum noch hier dran. Was ist das denn für ein rotes, flackerndes Licht hier? Wo kommt das her? Ach, das ist draußen, das Schild. Okay. Das leuchtet rein. Ich verstehe. Oh! Oh! Was ist hier los? Was entdecke ich hier alles noch in Good Neighbor? Krass. Leben und Lieben. Ja. Oh, ein Astronautendoggo. Du hast eine Ausgabe von Leben und Lieben gefunden. Du erhältst dauerhaft plus 5 EP, während du mit einem Begleiter unterwegs bist. Oh, cool. Abgefahren. Krass. Also, irgendwie habe ich hier anscheinend noch nicht alles angeguckt. Oh, du Hallo. Bist es. Ja. Willst du heute bei uns übernachten? Wir übernehmen keinerlei Garantie für Privatsphäre oder die Sicherheit deines Eigentums. Ja, ich werde ein Zimmer mieten für 10 Kronkorken. Das kann ich mir leisten. Okay,
Hier. Ganz oben, langer Gang. Letzter Raum auf der rechten Seite. Ganz oben, langer Gang. Letzter Raum. Wo geht's denn hier hin? Wo geht's denn hier hin? Moment. Fred Allens Terminal. Entsperren. Fred Allens Passwort. Du bist Fred Allen, oder was? Kennen wir den? Okay, hier kann ich auch nichts klauen. Ja, das ist immer so eine Sache. Die werden dann wach und dann regen die sich auf und so. Okay, die pennen alle. Vielleicht ist hier morgen nochmal was interessant, aber ich denke nicht. Dein Zimmer ist oben, im obersten Stock. Langer Gang, die letzte Tür auf der rechten Seite. Was ist hier los in dieser Folge? Hat irgendjemand hier überall Holobänder hingelegt oder was? Warum finde ich denn hier gerade so viel? Hotelregisterpasswort. Wofür könnte ich das denn gebrauchen? Hotelregister. Ah, es ist rot. Ich darf da trotzdem nicht dran. Ich mach mal ein Nickerchen. Da gucke ich vielleicht da mal rein. Aber ich glaube, das ist nicht relevant, oder? Was ganz oben? Letzte Tür rechts. Ganz oben. Letzte Tür rechts. Das ist unser Bett, offensichtlich. Okay. Haben wir schon mal gepennt? Ja, ich glaube schon, ne? Haben wir schon. Krass. Was ist hier los? Warum finde ich so viel? So, gut. Wie lange schlafen wir denn? Moment. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich weiß halt nicht, ob das reicht, ne? 8, 9 bis 9 Uhr könnten wir mal schlafen. 8 Stunden ist eine gute Menge. Die brauche ich auch so am Schlaf. Du fühlst dich gut ausgeruht. Sehr schön. Aber ich habe immer noch keine Meldung erhalten. Hör. Morgen. Guten Morgen. Willst du ein Zimmer? Wend dich an Claire vorne am Empfang. Dann hat sie wenigstens was zu tun und geht mir nicht auf die Nerven. Ich erinnere mich an dich. Irgendwie. Du pennst da drin, oder was? Das ist dein Zimmer hier? Nicht so schön, ehrlich gesagt. Vor allem hier mit dem Loch. Mit den ganzen Löchern. Okay, nun, ja. Ja, was machen wir denn dann noch? Ich könnte natürlich trotzdem zu Dr. Amari gehen, weil ich habe ja 2 Aufträge. Ich weiß gar nicht, ich weiß oder so nicht, wie das Danke ist. Danke nochmal, dass du diesen Job bei Hallucigen übernommen hast. Ach, diese Verbindungen sind echt kompliziert, aber ich komme schon noch dahinter. Naja, egal. Brauchst du ein paar Camps? Was? Alter, Hallucigen? Das ist ja schon ewig her. Du hast uns den Auftrag gegeben? Offensichtlich. Aber wir haben den bestimmt schon abgeliefert dann gehabt. Also, nee, kein Interesse. Ich brauche nichts weiter. In Ordnung. Ja, das, nee, wir machen jetzt solche Dinger nicht. Ach, das ist dieser Fred Allen. Von dem da unten der, der Terminal ist. Ja, ach komm, egal. Ja, ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn wir bei einer Person direkt 2 Quests haben. Ob das irgendwie Probleme macht oder so? Ich weiß nicht. Scheint, als hätten wir einen neuen Freak, der sonst nirgendwo hinpasst. Ja, scheint so. Ich habe mich gerade gewundert über die Klamotten. Ich hätte gerne die Klamotten. US-Mail. Ja, das ist, hätte ich trotzdem gern. Das nennst du eine Knarre? Bitte?
Entschuldigung? Nein, ich habe sowas schon mal hier aus Versehen gemacht. Das muss nicht nochmal passieren. Ja. Tja, wir können hier jetzt nicht mehr wirklich was machen, ne? Ich überlege gerade, ob ich mich... Du stehst mir in der Sonne, Püppchen. Halt dein Maul, Püppchen. ich glaube, ich setze mich einfach noch eine Runde hin. Ich würde halt gerne wissen, wie das ist, wenn ich direkt zwei Aufgaben habe, zwei Quests bei einer Person. Das würde mich schon interessieren, wie das hier so ist. Ich glaube, das hatte ich noch nie. Ich warte einfach noch mal bis 17 Uhr. Ich denke, das wird reichen. Sehr gut. Huch, sprich mit der Betreuerin. Ich wollte aufstehen. Ich wollte das abbrechen, das Sitzen. Ey, sag mal, warum seid ihr alle so Ärsche hier? Was soll denn das? Naja, Nachbarschaftswache, gut, die sind stellen halt... Stellen Good Neighbor keine Fragen. Ist für alle besser so. Doch, ich muss Fragen stellen. So, Quest. Scheint, als hätten wir einen neuen... Ja, wir haben einen neuen Freak in der Stadt. So, die Höhle der Erinnerung. Da ist er, Curie. Hey! Curie! Was tust du, dieser Dr. Amari? Sofort! Ich kann sie hacken, gerade, weil sie nicht meine Begleiterin ist. Das ist ja spannend. Ja, ich muss auch zu Dr. Amari sofort. Ich komm mit. Ich folg dir. Geh vor. Gehen Sie vor, Curie. Ich folg Ihnen. Okay, ich habe da jetzt zwei Pinöppel gerade. Spannend. Jetzt bin ich... Ist das der Synth? Das ist doch eine von Dingens. Von der Railroad. Ach nee, da liegt jemand drin. Okay. Du willst also ein Robotergehirn auf G519 übertragen. Du weißt, dass sie eine Synth ist. Wir sollen sie beschützen. Glory. Sie wollte neue Erinnerungen. Sie wusste, dass ihre Persönlichkeit gelöscht würde. Dies sind nur andere Erinnerungen. Vielleicht bessere. Ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich sie tatsächlich loslassen. Sie ist tot. Geschenk des Lebens. Triff eine Entscheidung. G5S Wünsche. Ich frag erstmal das. Was hätte G5 gewollt? G5 hatte Angst. Wie die meisten Synths hatte sie Angst, das Institut würde sie finden und zurückschicken. Ich habe versucht, sie zu überzeugen, dass sie frei als sie selbst leben könnte. Aber sie wollte nicht auf mich hören. Ist sie tot? Also, die muss ja. Weil das, sonst kollidieren doch die Erinnerungen. Oder hat Curie dann auch Erinnerungen von dem Synth? Von G5S? Ich sag mal das untere. Ihr Opfer. Wäre das Geschenk des Lebens für jemand anderen. Ich glaube, das würde ihr gefallen. Na gut, dann mach es. Schnell, bevor ich noch meine Meinung ändere. Curie, es geht los. Curie, ich sollte das zu Ende bringen. Nicht lebenswichtigen Prozesse. Bestätige. Gut, Verbindung steht. Ich habe Zugriff auf die Erinnerungen deiner Freundin. G5 ist schon vorbereitet. Es sollte also nicht lange dauern. Ja, da. Ich... Meine Brust? Oh, was ist los? Atme einfach nur. Das ist eine autonome Funktion. Lass deinen Körper tun, was er tun muss. Ich fühle mich so seltsam. Hör zu. Kannst du mich hören? Wie heißt du? Ich bin ein Contagions Vulnerability Robotic Infirmary Engineer. Oder kurz Curie. Oh, das ging ja jetzt schnell. Das ist vielversprechend. Bist du das? Bist du's wirklich, Curie? Ja, mit diesen Ohren klingst du ganz anders. Gut, sehr gut. Prüfen wir jetzt ein paar kognitive Funktionen. Wie viel ist 1 + 2? 3. Wenn ich einen Baseball auf deinen Kopf werfen würde, was würdest du tun? Mich bewegen? Denk an etwas, woran du dich gut erinnern kannst. Was dir als erstes in den Sinn kommt. Erzähl mir davon. Dr. Boro war sehr alt. Er war der letzte lebende Wissenschaftler in meinem Abschnitt von Volt 81. Er lag auf dem Bett,
sehr schwach. Er sagte, Curie, du musst... Dann starb er, bevor er den Satz beenden konnte. Oh, ich fühle mich so seltsam. Was ist das? Oh, Gefühl der Trauer. Möglicherweise fühlst du Trauer um einen Freund. Diese Einheit hat keine Freunde, aber mir schnürt sich alles zusammen, wenn ich an den armen Dr. Burrow denke. Die Operation war wohl erfolgreich, aber ich glaube, deine neue Freundin muss sich erst noch eingewöhnen. Sie braucht in der Übergangszeit sicher deine Hilfe. Danke, Doktor, für diese Gelegenheit. Das war's? Okay, wo kommt der denn her? Okay, ich vermute mal... Es geht jetzt weiter. Ich könnte jetzt weitermachen. Ich muss mal eben gucken, das ist... Alter, Curie! Die hat meinen ganzen Kram noch. Oi, das ist irgendwie traurig, dass die da so liegt. Kann ich ihren alten Körper nicht irgendwie haben? Transfer. Alles nehmen, ja, das ist wahrscheinlich zu schwer. Ich hoffe, die Curie geht jetzt mit mir. Es ist immer blöd, dass ich diesen Helm aufhabe, während ich rede, oder? Das ist, Ja, das ist etwas aus der Zeit vor dem Krieg, oder? Ich glaube, sie ist jetzt wieder meine Begleiterin. Die Curie ist voll hübsch. Voll der hübsche Sünd. Voll krass. Ich zieh mal eben den Helm ab. Einfach nur, weil ich jetzt auch nochmal mit der Dr. Amari reden werde und ich das irgendwie besser finde. So, dass man auch mein Gesicht sieht, während ich rede. Curie! Hey! G519 hat einiges durchgemacht. Aber sie war gut. Solide. Ich hoffe, ein wenig von ihr ist noch immer da. Und falls nicht, sorg dafür, dass es das wert war. Okay, erledigt. Ich weiß nicht. Hilfe durch Wissenschaft. G5. Hilfe durch Wissenschaft. Angesichts Curies wissenschaftlicher Fähigkeiten ist die Chance groß, dass sie vielen Menschen helfen wird. Ja, hoffen wir's. G5 zu verlieren war schwer. Aber ich glaube, sie hätte gewollt, dass ihr Tod sinnvoll ist. Wir sehen uns im Hauptquartier. Oh, tut mir leid, Glory. Die mochte die wahrscheinlich ein bisschen mehr. Curie! Oh, hey! Willst du etwas von mir? Ich möchte dich angucken! Dreh dich um! Bist du weg von mir! Ja, ich bin noch nicht... Warte, gleich! Handeln! Handeln ist gut! Oh, krass! Was hat die denn für eine Waffe und so? Was habe ich denn hier? Kann ich ihr irgendwas geben? Ich gebe ihr mal die. Sie hat da halt jetzt keine Dings für, ne? Keine Muni. Ich könnte ihr natürlich Muni dafür geben. Ich weiß aber gar nicht, was sie generell für eine Waffe nutzt. Und ich könnte ihr direkt was anziehen. Nein, den Helm brauche ich. Das ist mein Helm. Mir war vollkommen klar, dass das passiert. Krass. Curie ist jetzt ein Zünd. Und sie ist voll hübsch, ey. Voll hübsch. Okay, Schrott muss ich dir leider noch geben. Ich vermute mal, jetzt kannst du nicht mehr so viel tragen, ne? Bestimmt nicht. Na, okay. Okay. Sie kann doch noch ein bisschen tragen. Ausrüsten? Raiderleder. Kampfrüstung. Ach, das ist die. Ja. Jetzt hat sie ein bisschen was an. Weiß jetzt gar nicht. Das sind drei. Ja, das ist besser. Jetzt sehe ich aber ihr schönes Gesicht gerade gar nicht mehr. Das ist auch irgendwie doof. Aber egal. Okay, weiter geht's im Text. Ich habe so viele Daten über die Welt vor den Atombomben. Ich fürchte, ich muss einige löschen, um Platz für meine neuen Beobachtungen zu machen. Ich glaube, ich muss ihr den Helm noch ein bisschen absetzen. Hey! Du brauchst etwas, oder? Ja, ich möchte... Machst du mir ein Geschenk? Ich möchte, dass du den Helm noch absetzt. Ich möchte dich noch ein wenig angucken. Nein! Ich wollte den nicht nehmen! Ach! Immer wieder dasselbe. So. Krass!
Okay. Okay, weiter geht's. Mit dir soll ich reden. Ich denke mal, es geht um diesen hier, um den, um diese Person. Dr. Amari? Bist du die Kontaktperson, die H222 erwähnt hat? Und ich dachte, ich kenne bereits alle Grausamkeiten, die das Leben einem Menschen antun kann. Der Patient ruht gerade. Wolltest du dich verabschieden? Davon rate ich ab. Er erinnert sich jetzt an nichts mehr aus seinem früheren Leben. Hä? Keine Erinnerung? Okay, aber sollen wir den nicht irgendwo hinbringen? Oder wie war das jetzt? Wir verschwenden Zeit. Nicht verabschiedet. Sarkastisch. Keine Erinnerung? Er erinnert sich an überhaupt nichts mehr? Ich bin sehr gründlich. Sein neues Leben begann auf einem kleinen Gehöft bei Roxbury. Mehr weiß er jetzt nicht mehr. Du kannst zwar mit ihm reden, aber egal, was du ihn fragst, er erinnert sich nicht an dich. Und das wird sich auch nicht mehr ändern. Kennen wir den? Hä? Ich weiß gerade nicht. Nicht verabschiedet. Ich hatte keine Gelegenheit, mich zu verabschieden. Er hat vor der Betäubung recht viel von dir geredet. Oh. Tut mir leid, dass du es nicht mehr geschafft hast. Also, wie sieht dein Plan aus? Wie kriegen wir ihn hier raus? Curie bewundert mich. Das ging ja schnell. Eieiei. Hier bleiben, alles umlegen. Alles umlegen, ursprünglichen Weg benutzen. Nicht dein Problem. Ursprünglichen Weg benutzen. Das sollen wir ja machen, ne? Wir sollen ihn da wieder hinbringen. So habe ich das verstanden. Alles in Ordnung? Ja, ich denke gerade nach. Mein Gedächtnis und so. Wir müssen beim ursprünglichen Weg bleiben. Es gibt keine Alternative. Das ist der Plan? Ich dachte, euch wäre Diskretion so wichtig. Aber gut, von mir aus. Wir müssen zum Metro Center in Malden. Alle Synths der ersten Generation dort müssen weg. Verstanden? Alle. Ich lege H222 und sein Schicksal in deine Hände. Sobald er weg ist, hat diese Unterhaltung nie stattgefunden. Er war nie hier. Nimm das Holoband auf dem Tisch mit, wenn du gehst. Denke, darauf ist eine persönliche diese aufregenden Sache. Für dich. Gibt bestimmt. Es da ein neues Element? Was, wenn ich einen Arm verliere? Den kann man nicht mehr einfach reparieren. Curie, warte. Ich weiß, du bist jetzt ein Mensch und Menschen sprechen dazwischen und unterbrechen einen, aber ich soll ein Holoband nehmen, sagten Sie, Dr. Amarni. Wo? Auf irgendeinem Tisch? Auf irgendeinem Tisch? Kann ich nochmal mit dir reden? Amari. Vorsicht vor der Strahlung. Das leuchtende Meer ist kein Ort, den man unvorbereitet besucht. Leuchtendes Meer? Da müssen wir hin? Moment. Was ist das? Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Erinnerung unterbrochen. Eliminiere die Gen-1-Synth. Unterschlupf. Sichere Dunkelwasser-Baustelle. Das ist das. Okay. Warte mal. Er ist Mercer, oder was? Deswegen das leuchtende Meer. Dunkelwasser wahrscheinlich. Okay. Wo soll denn dieses Holoband sein, bitte? Ich sehe hier kein Holoband. Auf dem Tisch? Nee. Wer bist du? Weg von mir! H222. Habe ich dem geholfen, ja? Tja, oben? Denke dran. Atmen. Ich glaube, wenn ich das vergesse, ist es aus mit Curie. Und plötzlich diese aufregenden Sachen. Gibt es da ein neues Element? Was, wenn ich einen Arm verliere? Den kann man nicht mehr einfach reparieren. Hast du Angst? Ich beschütze dich. Ich beschütze dich. Keine Angst. Ich passe auf dich auf. Dadurch fühle ich mich besser. Ruhig. Es geht schon. Ich kriege es hin. Hoffentlich schnell. Hab Geduld mit mir. Meine Forschung wird mit dieser wunderbaren neuen Hardware bestimmt aufblühen. Okay, haben wir mit Curie geredet. Ich weiß aber immer noch nicht, wo dieses Holoband sein soll. Maybe oben. Es heißt, ich nehme den jetzt gar nicht mit, sondern er bleibt hier, ja? Wer bist du? Weg von mir! Ja, ist ja gut, Hättest Mann. Hättest du einen Augenblick Zeit?
jetzt hier? Ja gut, was gibt's denn? Was gibt's? Ich schulde dir so viel. Und ich möchte nicht undankbar erscheinen. Aber ich fürchte, dass mir das zu viel wird. Hä, warum? Alles in Ordnung? Ist alles in Ordnung? Ich weiß es nicht. Ein Sünd zu werden ist viel schwieriger, als ich mir vorgestellt hatte. Anfangs fielen mir selbst die einfachsten Funktionen schwer. Wie man sich die Zähne putzt, mit nur zwei Händen arbeitet und so weiter. Aber jetzt bin ich voller belangloser Gedanken und Gefühle. Wie kommt ihr nur mit diesem Chaos im Kopf zurecht? Du hattest doch noch gar kein... Flirten? Hm. Du hattest doch noch gar keine Zeit. Du hattest noch gar keine Zeit hier, irgendwas zu tun. Konzentration auf Wichtiges. Ich kümmere mich darum. Ich flirte natürlich. Hallo? Ich hoffe, ein paar belanglose Gefühle haben mit mir zu tun. Ja, nein, na toll. Jetzt dreht sich mir der Kopf nur noch mehr. Oh. Immer im Kreis herum. Bei dir wird alles so einfach. Wie das Atmen. Aber ich kann mich kaum konzentrieren, geschweige denn forschen. Und die Inspiration ist so fern wie eh und je. Ich werde wohl nie etwas zu dieser Welt beitragen. Ach, das stimmt doch überhaupt nicht. Lass dir Zeit. Du hast mir geholfen. Hör auf, dich zu beschweren. Zu dieser Welt? Wer weiß. Aber dafür hast du mich verändert. Noch mehr Gefühle, ohne passende Worte. Der Lichtblick in all dem bist du. Als Roboter wusste ich dich sehr zu schätzen. Aber jetzt geht es tiefer. Ich bin immer noch loyal. Aber jetzt tue ich all das, weil ich es will. Weil wir Freunde sind. Oh, dass die... Guck mal, grins. Dass die Dr. Amari da so beisteht, ist ein bisschen strange, aber gut. Ich flirte nochmal. Nur Freunde, nicht mehr. Ich fühle mich sehr seltsam. Ich muss das hier leider unterbrechen. Meine Augen haben eine Fehlfunktion. Adieu. Oh. Oh, wie süß. Und da geht sie. Weinen. Sie geht weinen, vermutlich. Okay. Ja, gut. Wer bist du? Weg von mir. Ja, jetzt ist ja gut. Okay. Da haben wir ja schon bald den nächsten Begleiter. Ihr wisst schon und so. Da! Darum geht's, 100 Pro. Abschied von H222. Wiedergabe. Der Doktor meinte, ich könnte mich verabschieden. Ich habe beschlossen, die Operation durchführen zu lassen. Ich weiß, dass ich dann meine Erinnerung verlieren werde. Aber sei nicht traurig. Ich habe Albträume. Und diese Welt, das SEB, gejagt zu werden, damit komme ich einfach nicht zurecht. Alle sagen, dass es sicherer für mich ist, wenn ich ein neues Leben anfange. Ich weiß, dass ich zumindest glücklicher sein werde. Ich bedauere nur, dass ich alles vergessen werde. Auch den alten Stockton, Highrise und dich. Wenn ich zurückblicke, ist da nur Angst. Schlimmeres als Angst. Aber ich werde meine neuen Freunde vermissen. Es ist soweit, H2. Ich... Danke. Ja, irgendwas dämmert mir da. Oh, wo geht's hier hin? Huch. Ach, ich glaube, hier waren wir schon mal, ne? Irmas Terminal entsperren. Nein, wir machen solche Dinge hier nicht. Das gibt nur Ärger. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Nein, nein, nein. Okay, hier dürfen wir auch nichts tun. Okay. Curie, alles gut? Aufgepasst. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Worüber wollen wir reden? Wie ist denn unsere... was ist deine Meinung? Was meinst du? Meine Systeme brennen darauf, neue Daten zu erfassen. Dieses Reisen gefällt mir sehr gut. Okay, Beziehung? Na, wie geht's dir, Curie? Es ist eine Freude, mit dir zu reisen. Ich spüre, dass wir etwas bewegen können. Okay. Das war's. Wenn du das sagst.
Da geht was, Leute, da geht was. Ja gut, Mensch, cool. Hat mir irgendwie gefallen, hier alles so. Fand ich cool. Kann man hier noch irgendwas mitnehmen? Auch nicht. Alles verboten. Na gut. Curie ist dabei, da wollen wir uns benehmen. So, alles klar. Dann, Moment, ich will mal eben schauen. Wo müssen wir denn jetzt dann genau hin? Da müssen wir nach unten. Und was ist das? Wo müssen wir da hin? Malden Center. Okay. Da, wo er eigentlich hin musste. Das ist das, ne? Alles klar. Und das ist dieser Nebenauftrag von Pam. Okay. Also wollen wir... Hallo? Hier hin. Da gehen wir hin erstmal. Genau. Das machen wir jetzt. Alles klar. Gut. Ganz schön spät, ne? Aber gut, bis wir da sind, ist einige Zeit vergangen und es ist wahrscheinlich wieder Tag. Dann wollen wir da mal hinreisen. Ist hier irgendwie Hospital? Hier sind 100 pro MedTech Research. Hier sind doch... Ach so, hier müssen ja Synths sein. Natürlich. Ja gut, wir können direkt dahin reisen offensichtlich. Dann machen wir das doch.